Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Ja, hast du gehört? Julia Was? Köttner wäscht ohne Wasser. Ja, das macht ja auch keinen nass. Ja, Das ist. genau, das hätte die gerne. Ja. Dumme Sprüche am laufenden Meter als wirtschaftspolitische Kompetenz. Die Frau ist wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU. Meine Herren, also das werden wir heute verlinken, das müsst ihr euch angucken da unten oder anhören viel besser. Das ist ja sowas von oberflächlich und eingedampfter neoliberaler Unfug. Ja, Unglaublich. wir sollen mit Wein waschen vielleicht. Ja, das ist wieder eine gute Idee, Mit Wein wird's rein. ja. Ja, die Wäsche würde auch besser riechen, ja, muss ich dir sagen. Und mit Wein Aber nicht gewaschen. besonders lange. Das stimmt, irgendwann wird es ranzig oder so. Gärt. Aber wer ist Glöckner? Also bis zur Weinkönigin hat sie es ja geschafft. Und der Rest, vergessen wir es doch, vergessen wir es doch. Ja, Irgendwann ja. fällt, wie hieß der FDPler dann noch nach zwei Schoppe Wein von der Bühne? Ja, das war der Ach, Vorgänger. Sprüderle war das. Das war das Brüderle, Sprüderle. genau, als Wirtschaftsminister. Das war noch ein Wirtschaftsminister, der hat mit Ja, fünf der Frauen hat doch. zusammen Wein getrunken, du. Und dann Ja. lief die Wirtschaft, hat richtig Da gebrummt. lief die Wirtschaft, ja. Naja, ah, Ja. Wirtschaft. Genau. So ist das mit der Wirtschaft. Wenn man genügend Wein da hat, dann Ja. brummt das Geschäft, ne? Aber vielleicht hat Glöckner ja auch gar kein Wasser. Da sollte man nach Österreich fahren. Kann sie ja mal mit einem kleinen Tankwagen hin. Die haben jetzt in den nächsten Tagen, werden Österreich, Ungarn, Tschechien, haben die genug. Ja. Was ist da passiert? Ja, da hat sich ein Tief gebildet, vorausgesagt, mit Oha. 400 Liter Wasser pro Quadratmeter. Das sind 40 400 Liter Zentimeter. Wasser. 40 Zentimeter. Also das ist bis an die Knie würden die Leute kilometerweit in Wasser stehen, wenn es sich ablaufen täte. Aber so schnell läuft es ja auch nicht ab. Ja, Überleg mal, dann, das 40 ist Zentimeter. Da kann man Wahnsinn. drin ersaufen. Wahnsinn. Und das ist Gott gewollt oder was? Nö, das ist menschengemacht, aber das ist mir auch scheißegal. Da So. sollen diese Klimaleugner sollen kommen und sagen, das war immer schon so heiß. Ändert ja nichts, dass das Wasser in der Luft ist, dass die Energie in der Luft ist, dass sie zerstörerisch ist und dass wir darauf antworten müssen. Ansonsten sind wir in 5 Jahren weg vom Fenster. Ja. Heute kamen die Nachrichten, 3/4 aller Kommunen haben schon Starkwetterereignisse gehabt Ja. in Deutschland. 3/4. Na, man muss ja wirklich Angst haben, dass das Wetter bei einem selbst in dem Ort so wird, wie es woanders schon ist. Ne? Also wir haben hier auch im Bruch da unten hat das Wasser auch schon Meter hoch gestanden. Das ist schon schlimm. Ja, also du hast Täler, da musst du immer mit rechnen, dass es schief geht. Und dann Und stürzen die Brücken noch rein in das Hochwasser, also nicht in den Rhein rein, sondern in die Elbe rein. in die Und Elbe rein, dann kann man auch ja. nicht mal von A nach B kommen. Dann kann die Feuerwehr noch nicht mal dahin kommen, wo es am Ne. nötigsten ist, weil wo es eh zu spät ist, weil die Werte Ne. sind ja meistens ersoffen, ja, die Existenzen Du, vernichtet. also jetzt halt den Ball mal flach. Ne? Die Angela Merkel und der Friedrich Merz, die haben die letzten 16 Jahre gearbeitet wie die Brunnenputzer an der Schuldenbremse, damit wir endlich mal sparen. Und jetzt kommst du und willst funktionierende Brücken haben. Wo kommt man da hin? Ja, man kann nicht beides haben, gebe ich ja recht. Ne? Ich Das gebe der kann ja Merkel jetzt. recht. Also mit einer Keine Schulden ist Schuldenbremse. besser als gute Brücken. Jo. Ja, mit einer Schuldenbremse kommen wir weder an Brücken ran, noch an ordentliche Straßen, noch an ordentliche Bahn. Da wird überall gebremst, wo es gut ist, ne? Naja, bei der Brücke ist das ja jetzt auch gebremst. Da kann ja kein Verkehr mehr fließen. Ja, das ist Ja, ausgebremst. genau. Und die wollen jetzt nochmal bei der Rente, wollen sie auch bremsen, ne? Also die packen immer mehr den Versicherten auf den Rücken. Und behaupten hinterher, sie müssten das im Haushalt ausgleichen, statt dass es gleich aus Steuergeldern finanzieren. Aber da möchte die CDU/CSU jetzt auch noch mal bremsen, so Rente mit 70, 75, 80. Ja, Ja. 95 am Unter besten, Rente mit Bismarck. 100, dann, Genau. ja, dann können sie so tief in die Kasse greifen wie einst Bismarck, wie dann Adolf, Kohl hat auch noch mal in die Kassen gegriffen. Überall haben sie in die Kassen Genau. gegriffen. Genau. Ja. Die haben dann ganz andere Sachen aus der Mitgliedsbeiträgen der Versicherten finanziert, als wofür die Beiträge da waren. Das lässt sich ja geschichtlich sehr schön nachschauen.
Also das geht nicht. Das, also Finger weg von der Rente, sage ich den Damen und Herren in Berlin. Das sind zusätzliche Steuern, die den Bürgern nicht auffallen sollen. Ja. Ja, ihnen die Steuerprozente hochsetzen, das merkt ja jeder. Dann heißt das Kreuzchen wandert irgendwo anders hin. Ja, hier merkt es ja keiner direkt. Ja. Ja. Nee, du, das ist, das geht so nicht weiter. Wir Man müssen kann das Geld da holen, wo es ist. Da das. müssen wir es herholen. Und dass es eine bestimmte Bevölkerungsklientel gibt, die 90% unseres Landes besitzen, weiß auch jeder. Genau, und dann schwafeln die uns gegenüber von wegen, die Steuern müssen runter. Ich finde auch, für die beschäftigte Bevölkerung müssen die Steuern runter, aber die müssen für die Reichen mal richtig hoch. Ja, da reicht es nicht mit 0% Besteuerung, mit der schwarzen Null für Reiche. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, für den unteren Teil der Bevölkerung trifft das ja noch nicht mal zu. Die zahlen ja fast gar keine Steuern. Da müssen die Löhne rauf. Also insofern hat der Bundesarbeitsminister Heil recht. Da hat er mal recht. Wir müssen europäische Vorgaben einhalten und dann ist ausgerechnet, dass der Mindestlohn bei 15,39 € zu liegen hat. So ist Und das. wenn die Mindestlohnkommission da nicht spurt für 2025, ja, dann tut es mir leid, dann muss wieder Gesetz her. Ja. Ja, die europäische Vorgabe ist mehr als vernünftig. 60% des Medianlohns in einem Land sollten der Mindestlohn sein. Bin ich ausnahmsweise auch mit Hubertus vollkommen d'accord. Da gibt es Handlungsbedarf. Und diese Blockiererei dieser INSM-Arbeitgeber, die braucht nun wirklich kein Mensch. Ja. Ich meine, wir werden ja sowieso schon in Anführungszeichen doppelt besteuert. Wir bezahlen Steuern aus unserem Lohn mit der Lohnsteuer. Dann gehen wir einkaufen, dann bezahlen wir nochmal die Märchensteuer. So, und was bezahlen die wirklich Reichen, die Albrecht, Schwarz, Franz und Co.? Ja, nix, weil sie haben dann Unternehmen gegründet oder Organisationen gegründet, die werbend unterwegs sind. Das ist steuerlich absetzbar, wie zum Beispiel INSM, diese Institut Neue Soziale Marktwirtschaft. Da ist nichts Ja. sozial, aber egal, und neu ist auch nichts dran. Ja. Das sind unsere Gelder. Wir haben das bezahlt, dass die Genau. Industrie solche Unternehmen bzw. Organisationen Betreibt, ja. überhaupt gründen und am Laufen halten kann und uns einen an die Backe malen können. Ja. Das ist mit meinem Geld passiert. Ja, sehe ich auch so. Fürchterlich, also und wirklich nicht zu rechtfertigen, ja. Am Nein. Ende sind die noch gemeinnützig. Ich habe noch gar nicht geguckt, das wäre ja noch schöner. Aber ich glaube nicht, dass so dreist sind sie dann vielleicht doch nicht. Müssen wir nochmal nachgucken. Trump kneift, ne? Naja, klar. Ja, logisch, er hat verloren, das mag er nicht sehen. Vielleicht haben es ihm seine Leute erzählt, lass den Scheiß, du verlierst das nächste Mal noch schlimmer. Aber das zeigt mir doch, wenn er bei so einer kleinen Geschichte, wie einem kleinen Interview mit einer kleinen, blöden oder verrückten Kandidatin kneift, Ja. wie kneift er denn vor den großen Führern der Welt, vor China Ja, und den anderen genau. allen? Auch vor dem kleinen Dicken aus Nordkorea, da kneift er auch. Ja, der kleine Dicke, das der Zwerg, der fette Zwerg da, der will Weltmachtführer werden. Und Naja. bastelt noch mehr nuklear bestückte Raketen. Du Scheiße. Da wird mir schwummerig. Dass Das. China da nicht, verstehe ich nicht, aber es scheint in ihrem Kalkül noch zu sein. Also ich glaube auch, da muss Einhalt geboten werden. Man muss da auf den Boden der Vernunft zurückgucken, kommen. Wir hatten ja mal Willy Brandt. Also ich bin Fan von Willy. Wirklich, der hat noch eine ordentliche Friedenspolitik gemacht. Wird ja heute auch diskreditiert von den geistigen Hochfliegern der CDU, CSU, FDP. Und über die AfD brauchen wir gar nicht zu reden. Es ist dramatisch. Ja, einer von unseren Mitstreitern auf den sozialen Medien, der schreibt nur noch die XXX-Partei. Ich glaube, das mache ich auch, weil jeder weiß, was das heißt. Man soll solche Sachen wie Ampel und AfD und so weiter gar nicht mehr in den Mund nehmen. Man soll sie ausblenden. Und mit ihnen reden kann man sowieso nicht. Und mit den Leuten, die sie wählen, ist auch schwer reden, erfahre ich täglich hier im Ort. Ja. Ja. Rudi, wollen wir zusammen singen?
Was denn? Die Internationale doch nicht, oder? Die Internationale nicht, aber du hast auch gesagt, Olaf hätte heute Geburtstag. Ach ja, einen happigen Happy Birthday to Purzeltag. you. Hey, lieber nicht. Naja, gratuliert sei ihm trotzdem. Ja. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Aber wollt. nur, wenn ihr wollt. Ja, uns abonnieren nicht vergessen, gell?